Das Thema Gesundheitssport nimmt in der Bevölkerung einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Hannover 96 folgt diesem Trend mit unterschiedlichen Sportangeboten. Und speziell für Brustkrebserkrankte bietet Vitality and Move ein maßgeschneidertes Sportkonzept. Neben der Freude an der Bewegung soll auch die psychosoziale Unterstützung eine wichtige Rolle einnehmen. Katharina Meyer berichtet. Diagnose Brustkrebs. Chemo- und Strahlentherapie hinterlassen Spuren und Sport zur Verbesserung der körperlichen Verfassung wird von betroffenen Frauen häufig abgelehnt. Aus Angst vor körperlicher Überforderung oder der Angst, sich trotz verändertem Aussehen wieder in eine größere Gruppe zu wagen. Hannover 96 möchte das ändern. Seit Februar gibt es das Kursangebot Vitality and Move, auf Deutsch Lebensfreude und Bewegung. Von der Volksbank unterstützt ist der Kurs speziell für die von Brustkrebs betroffenen Frauen gemacht. Der hier gezeigte Kurs dient lediglich als Beispiel und stellt nicht das eigentliche Sportangebot dar. Ja, Brustkrebspatienten haben durch die Chemotherapie einfach einen Abbau in den Nervenbahnen. Das heißt, wir machen da ganz viel für die Propriozeption, für das Ganze, für die Koordination, Gleichgewicht und auch die Feinmotorik, die einfach aufgrund der Therapie und der Reha-Maßnahmen da verloren geht und die man dann versucht wieder aufzubauen, und da nehmen wir ganz besonders Rücksicht drauf, um das langsam wieder ans vermeintlich normale Maß zurückzuführen. Ein Sportangebot speziell für Brustkrebserkrankte ist auf Vereinsebene einmalig in ganz Niedersachsen. Doch gerade dieser Rahmen macht den Kurs besonders. Vereine zeichnen sich, denke ich, dadurch aus, dass sie zunächst erstmal kostengünstig sind. Bei uns ist die Teilnahme an dem Kurs sogar ohne eine Mitgliedschaft möglich. Darüber hinaus ist eine Vereinsatmosphäre sehr persönlich. Das heißt, es hat schon fast einen familiären Charakter und man kann aufgrund dessen sehr gut auf die Bedürfnisse der Teilnehmerin eingehen, weil da einfach ganz andere Sorgen und Emotionen herrschen, als man das normalerweise natürlich kennt. Manche Frauen haben die Behandlung bereits abgeschlossen, einige sind sogar noch mitten in der Therapie. Doch selbst dann ist Sport möglich. Denn ein Kurs, wie dieser nur als Beispiel gezeigte, würde sich individuell nach Wünschen der Teilnehmerinnen richten. Ein begleitender Strahlentherapiearzt ist immer mit dabei, turnt selbst mit und steht für medizinische Fragen bereit. Wir entwickeln das mit den Patienten. Das heißt, wir fragen, was könnt ihr, was geht. Ich gucke auch, oder mein Kollege, mit dem mache ich das wechselseitig, ein onkologischer Kollege, was können die leisten. Und dann probieren wir das und fragen vorher, wie war die letzte Stunde, fragen nach der Stunde, wie hat es euch gefallen, habt ihr Beschwerden. Und so ist das eine dynamische Entwicklung. Also jeder Patient darf dazu beitragen, was auch die Gruppe natürlich noch sehr stärkt. Auch wenn die Übungen an die erkrankten Teilnehmerinnen angepasst sind, steht nicht der Krebs im Mittelpunkt. Also das ist ein bisschen anders als in einem normalen Sportkurs, aber die Normalitätskomponente ist wichtig für die Patienten. Es ist also kein Krebskurs in dem Sinne, wie er in der Reha wäre, sondern in einem Vereinskonstrukt eingebunden, dass die Patienten sich normaler behandelt fühlen. Und das kommt an. Jede Woche trainieren im Schnitt 15 Frauen gemeinsam in Kleefeld. Ab dem 24.10. gibt es 2 weitere Kurse in Mittelfeld. Durch Bewegung wieder Lebensfreude, trotz schwerer Diagnose.